So, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dead by Daylight. Ja, diese Runde spielen wir den Dwight Fairfield mit dem schicken Pizzam. Wir werden ihn noch anders gestalten, so können wir den echt nicht auf die Schlachtbank geleiten. Zuallererst, was wissen wir über ihn? Ja, ich würde sagen, jeder liest mal. Dwight war in seiner Highschool-Zeit eigenartigen Schlacksig. Er wollte immer einer der Coolen sein, ihm fehlte es aber irgendwie immer an Charisma. Er probierte es in der Football-Mannschaft und wurde hinausgeworfen. Die Basketballmannschaft würdigte ihn keines Blickes und seine Noten waren deutlich unter dem Durchschnitt. An einem Wochenende bei einer Teambildungsübung in seinem aussichtslosen Job führte Dwights Chef die Mitarbeiter tief in den Wald, wo Feuer sein nach Familienrezept schwarzgebrannten Schnaps zum Vorschein brachte. Das letzte, an das sich Dwight erinnern konnte, als er später am nächsten Morgen allein aufwachte, war der erste Schluck. In der Nacht hatten ihn die anderen zurückgelassen. Wieder einmal zum Gespött aller gemacht, versuchte Dwight den Wald zu verlassen. Das war das letzte Mal, was je jemand von Dwight Fairfield gehört hatte. Das klingt ja mal assi. So, den Perk haben wir letzten Part schon freigeschalten. Setz mal gleich ein. Im Blutnetz können wir nichts mehr groß auswählen. Der Schrein, hier hätten wir was, aber wir haben ja schon einen Perk-Slot gesetzt. Da will ich lieber den behalten. Aussehen. Also, das kann man ja wohl vergessen. Rotes Oberteil ist bestimmt voll. Also, das sieht aus wie von Pollos Hermanus. Hä? Das da wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, das wäre am besten, weil es ist einfach dunkel. So, was gibt's hier? Ne, dann möchte ich die hier haben. Und die rote Kappe ist ja wohl voll Abschleppwagen-Kappe. Sieht ein bisschen aus wie Sido, hä? Bartbrille. Zweiten Schnurrbart. Ich lass den mal. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. So. Dann würde ich sagen, treten wir mal in der Lobby bei und hoffen, dass wir halt schnell was finden. Ansonsten müssen wir wieder schneiden. Wohl oder übel. Ja. So, gucken, Mikrofon ist an. Okay. Oh, das ging aber mal ratzfatz. Moin. Na egal, lass uns. Und dass die Leute wieder rausgehen, wenn sie denken, oh nein. Deutscher. So. Komm, mach, Scully. Scully. Scully aus dem Gulli. Oh Gott. So. Da bin ich mal gespannt. Was auch immer das war, ich kann es gar nicht lesen. Komischerweise. So, ich mache mich mal kurz stumm, da schenke ich mir so lange mal Wasser ein. Ich möchte ja nicht, dass ich bei euch irgendwie alles voll tropfe oder so. Oder voll blubbere oder voll so, ne? Weil manche Leute mögen das ja nicht, wenn wir hier trinken und ich bin hier direkt am Mikro. Wäre vielleicht nicht so geil. Deswegen, ja, naja. Ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Das kommt jetzt so alles. Top motiviert. Gehen wir. Oh, klasse. Gehen wir ran. Ich weiß nicht, was für einen Killer wir haben. Vielleicht stand's da, ich hab's nicht gesehen. Ja, ich weiß, dass wir einen Killer haben. Schon klug, in der Laterne zu sitzen. Ah. Du siehst mich nicht. Alter, warum jetzt schon?
nicht gesehen. Alles klar. Die haben mich nicht gesehen. Das ist auch nicht schlecht. Wo ist er? Wow. Wow, scheiße. Ah, da hinten längst. Na ja, gut. Solange es nicht bei uns ist. Ja. Ich hasse diese Quicktime-Events. Ich warte gerade. Kommt nicht. Boah. Voll kacke zu gucken, reden und gleichzeitig gucken, dass man die Quicktension verpasst. Ich glaube, das ist nicht sicher. Oh. Hinten. Ah, okay. Solange es auf dem zu rennt, ist nicht bei mir. Ist ein bisschen assi, aber es wirkt. Da hinten, okay. Wird gleich aufgehoben. Gut. Ist dann zu kurz beschäftigt. Komm, mach! Ich will den scheiß Generator fertig haben, bevor die Olle fertig ist. Ja. Ja, sonst so. Ich habe mit dem noch nie gespielt, aber ich glaube, die Killerin ist nicht die beste. Ich bin mir nicht sicher. Immer wenn man es eine Frau ist, denkt man gleich, dass es eine Frau wäre. Ich meine, ich habe die auch schon gespielt und ich bin ja auch keine Frau. Meine ich mal. Ich komme. Und weiter geht's. Alter. Wieder vereint. Yeah, freut mich. So. Kriegen wir? Ja, gut. Wenn ich es jetzt nicht verkacken, haben wir's. Kommt hier hoch? Die hat anscheinend gerade jemanden gefunden. Okay, also bis jetzt hat es nur einen gehabt. Das ist schon mal cool, dass. Gibt es hier noch Generatoren? Ich hoffe, die hat nicht in einen Perk da, dass die Krähen hochflattern. Nö, na okay, jetzt ist eh egal. Das ist ganz dahin. Die können wir wahrscheinlich noch fertig kriegen. So, aber der macht eigentlich ziemlich Spaß zu spielen. Ja, okay, hing da nicht.
zweit macht Spaß zu spielen. Also. Aber ich werde wahrscheinlich meine Meinung zu allen möglichen Leuten haben, weil wir spielen ja alle durch. Mit allen ist man lang beschäftigt. Ich dachte, was ich jetzt gehört. Bitte rettet sie jemand? Ich bin so weit entfernt. Lass ihn retten. Oder ihn. Donnie Man. Das ist bestimmt eine Frau. Donnie Man. Ja, wenn nicht, würden wir es sogar noch schaffen. Gut. Okay. Da hinten ist er. Okay. Eine Taschenlampe. Toll. Ich freue mich. Jetzt. Schön. Safe noch hinter mir her. Können Sie mal beeilen mit Ihren Generatoren? Ich versuche sie ja hinzuhalten. Oh. Nee.
Ach Mann, habe ich jetzt gerade die ganze Zeit nicht geredet, ey. Zum Scheiß. Ich bin ein wenig angespannt. Tut mir leid. Okay. Ich frage mich, was der eine da noch macht, Mann. Okay, der liegt auf dem Boden rum. Okay, der ist geheilt, oder zumindest mal so geheilt, dass er laufen kann, schon etwa. So, bitte mach einfach hier auf. Wenn sie jetzt kommt, muss ich abhauen. Es tut mir leid, aber es ist so. Oh, scheiße. Sorry, muss weg. Hätte mich jetzt noch geschlagen, Alter. Ich hätte so gekotzt. Alter. Ja, also das... Gegen Ende hat die Killerin da richtig rausgehauen. Also richtig. Item verdient, wow. Oh. Oh, cool. Ich werde besser schauen. Wir schauen noch ein bisschen zu, würde ich sagen. Okay. Ich hoffe, er schafft es. Er rennt. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Okay, ich gucke jetzt. Oh, ist das mies. Darf ich? Bleibt der stehen? Nö, renn weiter. Hä, was? Was macht die denn? Schmeiß. Warum? Warum? Hä? Warum macht die das? Ich hoffe, er schafft's. Ich hoffe, er schafft's. Ja, also, ich find's gut, dass man da zugucken kann. Und auch gut, dass man beim Killer nicht zugucken kann, weil sonst können die anderen ja denen sagen, oh, der Killer ist da, geh du da rein. Oder so. So, gut, hau ab. Komm, raus mit dir. Gut. Oh, perfekt, alle sind gekommen. Finde ich gut. Geil. Alle sind gekommen. Alles klar. So, jetzt graden wir noch kurz ab. So, Gebetsperl. Fügt im Hauptschlüssel. Hauptschlüssel war das, was wir in der Schule gefunden haben, aber wusste halt nicht. Irgendwas mit einer Karte. Keine Ahnung. Fuchsschwanz-Duftkissen. Alles klar. Okay, gut. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, dann schauen wir mal, wie es diesmal war. Also ich fand, die Runde war gut. Die Runde ist gut gelaufen. Die Killerin war nicht ganz so schlecht. Am Anfang so okay. Aber ja, die hat immerhin geschafft, alle mal zu verletzen und so. Jo, dann danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao!